herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge von Live is Feudal Forest Village. Ja, wir sind hier fleißig am Straßen machen, am Felder bestellen und ich am Jagen. Denn wir haben natürlich schon wieder keine Nahrung hier. Jetzt ist ein bisschen was da. Die ersten Sachen aus dem Gemüsegarten kommen auch. Spärlich, aber sie kommen. Ja, den würde ich auch noch wirklich vergrößern gerne. Aber dazu müssen wir erstmal Vorräte haben. Vor allem Steinvorräte, weil wir das mit Stein hier bauen. Und hier sind wir ja noch mit den ganzen Straßen dran. Dass wir hier eine Straße haben, daneben direkt den Brunnen. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. So, müssen 10 Steine drauf. Denn die müssen ja auch bewässern können. Mal schauen, ob ich hier eine Prio draufsetzen kann. Also, hier. Die sind hier zu dritt auf jeden Fall. 1900. Hier haben wir 700, dreifache Menge. Nicht ganz. Zumindest alle keinen Hunger mehr. Na doch, da hinten wohl. Mal schauen. So, jetzt treibt sie sich denn um. Jetzt trägt die Leder nach Hause. Nee, ja. Komm. Dass der bei uns eingeschlagen ist. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. So. Ah, die haben noch Hunger. Wie sieht es hier unten aus mit ihr? Aha. Trägt so ein Lager, okay. Zum Lager tragen, die soll Fleisch besorgen. Das ist erstmal das Wichtigste, den Fuchs, den lassen wir mal kurz. Na, mal Petsy-Bär, ne, doch nicht. Rehe gibt 24, dann können wir wirklich den Fuchs mitnehmen.
Okay. Der Bär wollte ja auch nur gucken, was hier los ist, ne? Jetzt kann er sogar ins Lager. Okay. Fehlt noch irgendwas hier? Ich denke, die Steine, ja. Echt für ein Fleisch kommen die hierher. Elch ist gut. Elch ist gut. Geh doch mal weiter hier. So, jetzt können wir wieder in die Richtung einschlagen. Ich glaube, ich baue noch Sammlerhütten. Vor allem hier oben hin. Was kostet uns denn so eine Sammlerhütte? Hier nicht, da auch nicht. Und da sind die Sammlerhütten, glaube ich, ja. 50 Holz, 20 Stein. Das wird eher schwierig, aber... würde ich schon gern haben hier oben. Besten hier so daneben. Na? Okay. Hier wird auch hoffentlich einiges dann bekommen. Hundertfünfzig.
spannend hier. Okay, jetzt läuft der Fuchs mitten durch die Stadt hier bei uns. Was ist passiert? Ach, Scheiterhaufen. Oh. Ist jemand gestorben? Wahrscheinlich verhungert. Guck mal, der. Huhuhu. Ja, hier kommt langsam alles an. Stein fehlt jetzt noch. Heu haben wir da.
Aha. Kriegst nicht wirklich ein Fleisch nach Hause. So. Jetzt kannst du nach Hause gehen. Ja, ich hoffe, dass nach dem Frühling, nach dem Sommer dann, also im Herbst, oh, da kommt schon wieder ein Petsybär an. Gestorben ist. Scheiterhaufen, der brennt ja nur, ne?
hier fertig ist. Der ist gestorben. Ah, Jäger-Totgucken. Okay, ich dachte, er ist verbrannt. Ja. Ein bisschen minimieren wir uns gerade. Wichtig ist, dass wir hier genau die 4 haben. Mhm. Ein Schwein, den können, das können wir holen. Unser Dorf soll schöner werden, ne? Wolf lang. Hm. Ah. Puh, das wird wieder alles eng hier. Sammlerhütte braucht auch noch 10 Stein. Ja, die hungern immer noch. Aha. Okay. Hm? Wir gehen jagen. So, ich hoffe, die Sammlerhütte wird bald fertig. Und da verspreche ich mir auch noch ein bisschen was von.
dass hier nochmal 10 Steine kommen und dann kann es hier auch losgehen. So, das haben wir hier schon schön angepasst. Können wir nochmal schauen, dass so. Sind okay. Zehn Steine, dann geht's hier weiter, hoffentlich. Das wird ja sehr schön. Ja, der hat ja auch Stein gekostet, von daher. So. Hinten, bevor die wieder eine Straße damit bauen. Hi Wolf, hast du Glück. Dann gehen wir nochmal einen Stein holen. Einen finden wir bestimmt noch da drin. Perfekt. Stein und bauen. Einer kommt, glaube ich, noch hier irgendwo. Es kann auch sein, dass das einer war. Aha. Zum Bauen. Wir gehen nochmal. Nochmal, ob noch ein Stein drin ist. Das wäre schön. Nee, noch nicht. Jetzt. Okay. Dann haben wir nämlich das auch fertig. Dann kann da hinten gebaut werden. Okay. Ist die Frage, ob wir jetzt schon mal. Ich glaube ja, ich glaube, ich hole das Obst schon mal ein. Und das wächst ja sowieso weiter. Und dann können wir dementsprechend schon mal. Na, guck mal hier, was bist du? Hm?
Ja, wir sind schon wieder bei über einer halben Stunde. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß hier bei Life is Feudal Forest Village. Also mir macht es tierisch Spaß und ja, wenn es euch gefällt, dann schaltet doch ruhig morgen wieder ein. 18 Uhr hier auf Münsterland TV. Von daher, alles Gute euch. Bis dahin, tschüss.